unfassbar. Okay, es geht los. Okay, das muss eigentlich mal getweetet werden hier, das oder? Das ist direkt ein Best of Five, oder was? Das ist direkt Best of Five, weil es schon Runde 2 ist. Das ist wohl das Round 2. Okay. Was ist das? Berlin Smash. Das ist Slash Berlin Smash? Ja. Also Leute, wer auch immer hier zuschaut, ich glaube, es ist noch kein Schwein da, aber auf jeden Fall, wir sind live. Tufkab hat schon Sub gegiftet. Tufkab, danke für den Sub, Mann. Einer von den Leuten aus meinem Stream, von den Regulars. Vielen Dank an Tufkab, der auf Platz 3 mit einem gegifteten Sub ist. Richtig nice. Let's go. Ja, ich bin auf Platz 1 und Julian, weil wir, um ein Konfi-Emote zu machen, zu seinem Geburtstag Subs gegiftet haben, damit wir den Slot bekommen für den Kanal. Was ist das Emote eigentlich? Na, Berlin S8 Atze oder so. Ich weiß nicht, wie genau der Code ist bei dem Kanal. Okay, ja. Aber auf jeden Fall Atze. Die gehen hier sofort rein. Senno hier mit einem guten Neutral-Game. Sie heizen sich mit Drohgebärden ein. Und Marius wartet da oben, dass er die Reaction verkackt, aber das ist nix, der lässt sich nicht verarschen, der Senno. Hier, das wird hier ein spannendes Ding, glaube ich. Ne? Oh, das könnte Marius, der erste Stock sein. Ist der erste Stock für Marius. Marius hat übrigens First extra Blood. Stunde, der hat Coaching bekommen, der hat gespielt. Krank. Das. Oh wow. Yo. Tech Chase out of crouch. Okay, und dann kann er nicht crouchen. Dash jetzt, out of crouch upslash. Oh, heftig. Guter Enkel. Bisschen shaky gerade, aber. Ja. Ich meine, für Senu ist das erste Match seit anderthalb Jahren oder so. Senu hier muss erstmal reinkommen, denke ich. Aber man muss sagen, Marius hier mit First Blood vom ersten Weekly, das seit überhaupt jemals stattgefunden hat. Das stimmt. Zum ersten Weekly in 2021. Oh! Marius ist mit den Upsmashes auf jeden Fall aggressiv. Wow. Und das ist die F-Smash, ja. Wow. Voll. Senu wollte ein bisschen sloppy. Er weiß alles. Hängt in der Seile, Alter. Er ist in seinem Kopf. Im Begriff zu passieren? Kein Forster. Wie nennen wir das hier nochmal in Smash-Fachkreisen? Dass du was sagst und dann passiert genau das Gegenteil? Das Commentators ist Blessing, I guess. Oder Curse. Nee, Commentators Curse. Kommt also ist ein Curse oder? Nintendo Swag in Berlin im Chat auf die Seite an. Erstes Game, Freestock. Tradet hier mit der Nintendo Illusion. Nintendo Swag in Berlin ist im Chat und sagt, your stream is heiß. Und er meint sicherlich nicht nur das Gameplay. Ich denke, er meint den Menschen an sich. Und ja, da kann ich nur Kanal sagen, ja. Atzencoins, bei mir heißt es kleine Atzen. Die Kanalpunkte. Berliner Atzencoins. Berlin Smash. Atzencoins. Dennis Stream, Handshake Emoji. Atzen. Das können auch Pfandflaschen sein. Oh mein Gott, was ist das? Ist das Berlin? Berlin 13 Atzen. Spam? Stimmt, ah, Berlin 13 Atzen. Berlin 13 Atzen. Das von. Wo ist Benno eigentlich? Benno ist. Oh mein Gott, er geht direkt rein mit dem Upsmash. Oh mein Gott. Oh. Man sieht, ich habe nicht viel Spaß mit Marius. Bernd Falco zumindest nicht, I guess. Oh, und das ist der Stock. Ja, kein Reach-Up, kein Reach. Marius clean. Sieht eklig aus gerade. Clean wie ein Mann. Der macht hier ein Ding, ne? Ist ja, schon ein schöner Mann, aber clean. Ich sprach vom Gameplay, verstehe. Oh, reingesprungen in die Downsmash, das hätte bei einem anderen Charakter sehr viel fieser enden können. Okay. Ja, wirklich clean, muss man sagen, als hätte er gerade geduscht. Hatte vielleicht auch. Ja, möglicherweise, er wohnt ja am nächsten Rand von allen Leuten hier. Du warst ja mal der Nächste, aber jetzt ist dieser Titel an Konzi, Marius und Maxi. Im Prinzip ist es Konzi, weil ich glaube, so von dem, wie die Zimmer aufgebaut sind, ist er am nächsten Rand. Das hängt davon ab, jetzt aber auch, okay, aber wenn er frisch geduscht ist, dann ist es egal. Wer aus der Dusche kam, der hat gewonnen. Das der stimmt. Ist am nächsten. Aber ich glaube, ich habe auch als der Letzte geduscht. Das einzige Problem ist, dass sie meistens gemeinsam duschen. Ich habe direkt nach der Arbeit geduscht. So, ja, da holt sich Senu den ersten Stock von Marius, den zweiten in diesem Set überhaupt. Man könnte meinen, das ist Marius hat ihn in der Hand, aber guter Engel hier von Senu. Vielleicht schon mal langsam, aber sicher zurück ins Game. Vielleicht muss Senu jetzt einfach nur warm werden und dann wird einfach... Man muss auch sagen, Senu hat hier heute ein Match voll gespielt, bevor er Bracket spielen musste. Eiskalt. Er kam gerade an. Ja, ich habe ihn getroffen auf dem Weg hierher tatsächlich. Auf den letzten Metern habe ich ihn gesehen, habe geklingelt wie ein Blöder und er hat sich so umgeguckt und dann bin ich so neben ihm gefahren. Er so, ich habe mich schon gefragt, wer so klingelt wie ein Blöder. Es können nur zwei Leute sein. Du, entweder ich oder ich auch. Ich als Mensch. Das könnte ein Problem sein für die Leute, die gerade gekommen sind. Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, weil man muss sagen, Marius hier eine Stunde bestimmt mit Niki gespielt gefühlt. Also ist warm, ist heiß, hat Bock. Ja, ja. Aber ich sag mal so, also wenn und so für einen Falco muss man schon warm sein. Also zu Senus
Glück, sage ich mal, spielt er gerade gegen Marius, da wird mir auch immer ganz heiß. Das stimmt. Also das dürfte nicht mehr lange dauern. Es wird sogar schon zwei Cube im Chat heiß. Vielleicht wird ihm zu heiß, und dann schwitzt er wieder, da haben wir wieder das Gegenteil. Oh, da war ein Ledge Dash, ein cleaner Ledge Dash von Senu hier. Aber das sieht aus, einfach nur an die Ledge. Oh, okay, Net Play. Hat er sich nicht getraut, an die Ledge zu gehen, aber musste auch nicht. Senu hat Marius gerade an die letzten 18 Monate erinnert. Bist du eigentlich Admin auch in dem Turnier? Ja, ist besser. Nur die ist besser. Also ab der zweiten Runde. Die sind schon zweite Runde, oder? Ja. Genau. Hast du schon gespielt? Auch Admin in dem kannst du da mal den Link schon mal abpullen, damit du auch reporten kannst zur Not. Sonst wird das hier anstrengend. Oh, das NZ ist schon fertig. Nämlich Niki gegen Van Wobble 8. Ich bin mal gespannt. Hat Niki gewobbelt. Spiel der Icys. Aber hier sieht es auf jeden Fall sehr gut für Marius aus. Marius spielt gut clean. Marius spielt sehr so vorausschauend. Denkt sich so, ich glaube, ich weiß, was du machen willst. Ein Full-Hop oder ein Short-Hop. Und dann punish ich das mit einem Up-Smash. Hier macht er zwei Up-Smashes in place. Ja, Mike ist sehr leise. Ja, okay, Alter. Okay, Alter. Das können wir nochmal ändern hier. Ja, Julian, was geht ab? Wo bist du eigentlich? Ist der jetzt ist gar nicht mehr hier. Julian ist gar nicht mehr in Berlin. Der ist doch in Hamburg, denke ich. Ja, du gehst auch in Hamburg, denke ich. Ja, moin, moin. Ein Fischkutter hier, nicht? Okay, und Senu zum ersten Mal mit einem Lied in diesem Set. Schön König der Löwen reinziehen. Scheint sich auszuzahlen für den Boy. Okay. Ja, Mann. Aber das wird der Stock sein. Wie krass dieser Stream wäre, wenn Mike... Ja, ey, Bro, sag doch früher was. Wir haben Mike jetzt auf mad laut. Okay. Is it too loud now? Stream? Und zwar gegen Fabio. 2-0 für dich. Dann müssen wir spielen. Pass, okay. Noch ein Klassiker. Hier gibt es nur Klassiker heute. Es gibt heute nur Klassiker. Es ist fast so, als wäre ein Berliner Turnier ein Klassiker. Ja, wir spielen eigentlich schon so. Was geht ab? Ja. Schon gespielt? Ja. Ach, Sie, der nicht mehr hier wohnt. Oh, okay. Dann spielen wir. In Hamburg. In Hamburg. In Hamme. Also Leute, ich glaube, ich spiele gleich nach diesem Match. Ja, ich muss auch spielen. Müssen wir spulen. Irgendjemand muss hier kommentieren dann. Ja, ja, aber es kann auch dieses Match vorbei. Das könnte sein. Ich muss jetzt hier spielen. Frau Marius hier mit der Defense. Ja, das genau. Oh, er burnt ihn. Oh nein. Oh, die Kombo. Das ist doch endlich mal der Stock. Okay, alles klar. Senu hat lange genug geknabbert, damit er den holt. Aber jetzt ist er weg. Basically even. Ja, auf eine Art. Ja, da kann er schon noch Kombo. Wir wissen, Yoshi ist eine sehr high-octane Stage. Aber okay, ja. Und beide fangen sich gegenseitig ab. Oh, okay. Und wenn jetzt ein nice Back-Air kommt, dann haben wir tatsächlich alles gesehen. Aber dann sehen wir es. Das ist schon wieder even. Shitty Smash Commentary. Wusstet ihr, dass Dr. Marius Neutral Air andersrum funktioniert? Oh, wow. Stark. Und stärker, je länger sie ist. Ja, ja. Es ist verrückt. Programme geändert hat. Also, Senu kommt gerade rein. Oh! Oh shit, die sind falsch rum, stimmt. Die sind falsch rum. Also Marius ist auf Senu und Senu ist auf Marius. Das geht aber gar nicht. Mein Leben. Okay. Update. Ja, überhaupt noch, ja genau. Ja, okay. Ey, wir sehen das Center anders, das ist wichtig. Deutsche Liver, Arthur ist Deutsche Liver. Okay, Senu in Führung, Senu braucht noch eine stabile Backer und der Backer ist eigentlich schon gewesen. Alles geht. Oh, schön runtergelasert. Oh, schön. Oh, Ginger-Nair. Becker. Er probiert ihn mit der Gatter weg zu kriegen. Er hat sich nicht getraut. Da muss man einfach abbeckern, aber das ist okay, weil es spricht alles für ihn. Er kommt noch ran. Senu kommt mit der Downer, ich weiß nicht genau, was sein Plan war, aber jetzt muss es doch langsam, aber sicher mal gut sein. Und der fällt an der Wolke vorbei. Der Drift. Okay, ja, wir sind bei 2-1? Der Drip. Wir sind bei 2-1, ja. Das ist so spannend, Alter. Ich schwöre. Ich komme nicht fit. Ich komme. Berlin Melee und ich komme. Das ist Flow SSBM XD. Ihr wart schon voll lange nicht mehr online, oder? Ey, Flow SSBM XD, es ist literally das erste Turnier seit 18 Monaten. Also länger geht fast nicht. Wir so lange waren wir noch nie nicht online. Nicht online sein, weil wir waren pandemisch alle. Also aber jetzt sind wir jeder mindestens 2 von 3G. Nee, mindestens 1. Ist auf jeden Fall nicht schlimm, wenn wir nach dem Zeller spielen, weil wir sind eh... Dann ist okay. Ich glaube, das ist kein Ding. Es wird sich ausgehen. Es wird sich ausgehen. Es wird sich ausgehen. Freaks geht sich das aus. Ey, wenn jemand sich was zu essen holt, kann mir jemand was mitbringen? Ich habe richtig Hunger. Oh, Kohldampf, Alter. Ey, Kohldampf. Kohldampf-Gang. Oh, okay. Marussi, drop den Chain-Grab. Chop den Chain-Grab. Das war, wie merkwürdig war gerade die Trajectory von dem Schein von Marius. Er hat 120% und ist von dem Schein so, das sah aus wie Ceiling Glitch.
Kann schon sein. Ich habe es gerade nicht aktiv geguckt. Ich war, ich habe passiv zugeschaut. Ich war beim Chain Chomp. Oh, okay. Schön. Ah, oh, nein, nice, das ist der Stock. Oh, da, muss man den, da muss man den Tech buffern, ja, auf jeden Fall. Ja. Kann man darauf reagieren. Aber an sich sieht es gut aus, so momentum-wise. Ja. Das war jetzt ein aber kleiner Vorteil. Aber schon wie in dem letzten Match auch Probleme, diese Stocks auszuprobieren. Ja, er muss hier dann die Backers. Genau. Die, ich glaube, er hat sich gerade daran erinnert, dass man diese Backers einfach ja macht und dann ist es. Dann ist das vorbei. Einfach Auto-Cancel-Backer auf die Sage. Und das sieht schon ganz anders aus. Auch oh, mutig. Das wird gepillert. Ich finde es mutig. Oh! Gegen F-Smash Charge, okay. Oh, ja, oh mein ja Gott, der ja hängt. Der macht den fiesen, ja, den Hängenbleiber. Den schafft so schnell keiner. Ist mutig, auf FD zu gehen als Fox gegen den Falco, weil das Punish Game ist so. Für Marius. Ne? Das war sehr dominant aus den ersten Games, aber jetzt gerade. Ja, Marius lag 2-0 vorne, aber Senwu hat einen kleinen Lauf. Oh, was angefangen war da? Oh mein Gott, mit der Single Hit Up Air. Und jetzt gehen die Kombos wieder los. Alles oh, klar, 44 ah, hat er gedroppt. Und mit da, dem Reverse Ballack? Klasse. Eslack. Reverse Ballack? Klasse. Hintenrum. Zack. Und einmal ausgedribbelt. Oh, er ist ja nun mit einer Full Jump diese Down Air ungefastvolled. Hat gehofft, oh, dass Marius schön da irgendwie reinspringt. Oh, schön outgedashed. Und das könnte das Doc sein, wenn er. Ah, wenn er für die Ginger Nair geht, wollte ja ich sagen. Aber er hat sich umgedreht ja und wollte ganz anders. Ginger Nair. Man kann aber auch einfach down smashen. Den Tech. Du darfst es nicht jinxen. Sorry, Bro. So war das nicht gemeint. Oh, da kommt er wieder mit der Getter Attack. Das könnte natürlich sein. Sein, B, sein. Ja. Oh, aber jetzt auf der anderen Seite. Marius ja, ein bisschen ja, zu spät ja mit der Becker. Die Illusion skippt so ein paar. Das ist es. Die Illusion skippt so ein bisschen. Deswegen kommt man oft, kriegt man oft solche komischen Reverses, wenn man da nicht ganz tight okay mit den und Frames ist. Und das sieht Damage. Ja, er attackt das sehr gut. Damage wie die Sau. Aber es ist oh wirklich gerade so 2-3 Openings für Zenuts für den Kill. Und dann halt der Edge Guard, der immer ein bisschen länger dauert. Aber ja. Müssen wir eigentlich auch Mr. Pipe machen? Ja. Zweite Runde, ja. Entspannt. Ah, okay, das killt noch nicht. Und oh, und schon wieder mit der Side-B. Zu am Anfang war er ein bisschen gierig und Marius hat ihn immer outgecallt und jetzt hat, keine Ahnung, vielleicht Marius, er zweifelt jetzt ein bisschen ja an sich. Ja, ich glaube auch. Er macht sie zu spät, er macht sie einfach. Ja. Aber immerhin, oh, Rough C im Chat. Ja, Mann, Rough C ist im Chat. Ja, okay. Ja. Oh, okay, ah, da macht Mango Downsmash auf jeden Fall. Covert ganz viel. Ist ja nur ganz gefährlich da am Double Jump. Marius hätte ihn fast erwischt, wenn er da geschlankt hätte, hätte vorbei sein können. Oh mein Gott, das hätte back on stage und der Phantom. Tschüss, er wollte tschüss. Das hätte das echt mal werden können. Oh, das kein ist Jump. Es. Ah! Which is crazy. Okay, okay. Oh, F-Throw, ja. Ja. Ich würde an seiner Stelle jetzt einfach nur... Hat den Sprung wiederbekommen. Laser F-Tip. Oh, und das ist Game 5, wow, meine Damen und Herren. Machen wir das Update. Yes, ja. Es ist Spiel Nummer 5. Yes. Okay, gehen wir wieder auf FD. Was meinst du, was passiert? Ich meine, die Pillaring Combos haben ihn gut erwischt. Ne? Also Marius war nicht ich ready zu nicht, rein. Genau, es war knapp, aber ich würde sagen, das ist eine gute Frage, aber ich dachte, so eine kleine Stage war ganz gut eigentlich. So eine mittelgroße vielleicht. Ich meine, vom Layout her gibt sich Battlefield größte Mühe, ein bisschen kleiner zu sein. Ja, Top-Plattform ist auch gut. Die ist ziemlich hoch. Die ist ja gut für Falco eigentlich, hätte ich jetzt gesagt. Auch sehr gut für Fox, muss man okay sagen. Fox kann einfach auf die Top-Plattform gehen und dann kann Falco wenig machen, aber... 2-1 für Marley. Oh, man merkt, dass ein bisschen Nerven drin sind. Ich habe ja so das voll Gefühl, gerade choken beide so ein paar so Schein. Hast du das Gefühl, die wollen jetzt beide wirklich nicht gerne verlieren? Ich habe so das Gefühl, dass sie es schon nicht mehr gewohnt sind, sowas zu spielen hier. Oh, das könnte sein. Oh mein Gott, er traut sich. Er slippt an der Kante vorbei. Er wollte ihn aber austricksen. Ne? Ja, ja, also Marius war so, ey, du springst bestimmt hoch. Das ist im letzten Match auch schon mal passiert. Und da hat Senu auch einfach genau den Hängenbleibi gemacht. Jetzt ist das Hauptproblem wirklich einfach nur noch, das, was am Anfang so gut geklappt hat, diese ganzen Tech-Chases mit Upsmashes und so weiter, jetzt klappt das nicht mehr. Oh, und Marius mit der Getup-Attack, okay. Und das killt, alter Schwede. Getup-Attack, Tech-in-Place, Upsmash, wird geupsmashed. Julia, gewartet, ob wir das Young Link Setup leiser machen können, bitte. Der Link schreit so laut. Oh. Oh, oh, ja, da waren sie sich nicht sicher, ob er vielleicht snappt, aber. Laser F-Smash und. Aber Laser F-Smash gegen die Side wieder, wow, gegen die Forward, Down B. Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie die Moves heißen, wie lange ist es her. Der Fox Boost. Der FOMU?
Oh, schön. Ah, der Cat V-Jump. Und ja, das ist totgleich. Hat vor allen Dingen zu lange eine Ledge, keine Invincibility mehr gehabt. Oh, Wolki ist auch im Chat. Let's go, Wolki. Das ist ein Atze aus Hannover. Oh. Das ist aus deinem Chat. Nee, das ist Smash-Atze. Oh, wow, wow, wow. Okay, Maus dreht auf. Der Punish ist gut. Das könnte... Ah, Zeno hat ganz hoch gepokert aber mit der Downhill, aber wirklich, ey. Hat zum Glück wurde nicht gepunished. Die Up hätte wahrscheinlich gekillt. Oh, und Zeno geht auf die Ringseile. Oh. Top-Plattform-Fights. Oh mein Gott, die beiden wollen sich wirklich nicht treffen lassen. Netplay-Error. da wurde er erwischt. Retaliation. Erwischt, auch mit dem F-Smash-Defendant einfach. Ja. Maus gerade... Gute Position, kann aber ganz schnell totgleich. Oh, oh, wow, okay. Der Driftback. Junge, es ist einfach totgleich. Game 5, last stock, Junge. Mann, atme durch. Das ist ein... Das ist, Digga, was für ein Banger von dem ersten Stock können wir eigentlich noch... Oh nein! Er hat den Drop getroppt. Aber das muss auch passieren in so einer Situation. Ja, das kann mal passieren. Eigentlich kann man das nicht nehmen. Du kriegst ein Opening, was eigentlich gar nicht realistisch ist. So, auf die Ringseite. Das Opening war richtig krasse Reversal. Ja, auf jeden Fall. Und ja, Zenu flüchtet sich immer wieder auf der Seile. Guck. Oh, what? War das eine Back Air? Was noch? Ah, das ist es! Zenu gewinnt! Zenu mit dem Reverse Sweep. Oh mein Gott, Reverse 3-0. Heftig, heftig, deftig. Also ich bin raus, ich spiele jetzt erstmal und wir gucken mir on Commentary hoffentlich. Ja, ich muss jetzt auch spielen.